Der slowenische Schiedsrichter Damir Skomina pfeift das diesjährige Finale der Champions League am 1. Juni in Madrid zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool, dies teilte die Europäische Fußballunion UEFA am Dienstag mit. Seine Landsmänner Jure Prapotnik und Robert Vukan fungieren als Assistenten, der vierte Offizielle ist Antonio Mateo Lajos aus Spanien. Bildergalerie Champions League: Die größten Aufholjagden in der Königsklasse. 24 Bilder. Der 42-jährige Skomina wird seit 2002 international eingesetzt und leitete 2017 bereits das Europa League-Finale zwischen Ajax Amsterdam und Manchester United. In der laufenden Saison stand er viermal in der Königsklasse auf dem Feld und zückte insgesamt 17 gelbe Karten. Unter anderem bei der 1:2-Niederlage der TSG Hoffenheim in der Gruppenphase gegen Manchester City war Skomina im Oktober mit von der Partie gewesen. Zweier und Borsch am Start. Neben Liverpools Teammanager Jürgen Klopp wirken außerdem zwei weitere Deutsche im Finale mit. Felix Zweier, Berlin, und Marc Borsch, Mönchengladbach, assistieren dem Videoschiedsrichter Danny Makelier aus den Niederlanden. Zweier als einer der direkten Assistenten, Borsch wird für die Überwachungen von Abseitssituationen zuständig sein. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga reif, FCB macht sich wieder klein, Fußball, Champions League Medien, City droht CL Ausschluss, Fußball, 2. Bundesliga nach HSV-Debakel, so geht es weiter, Fußball, Bundesliga-Fallsucht. Robben spricht Klartext, Fußball. Bundesliga HSV, Topspiel gegen den Absteiger? Let's block it's, why?